Weltentdecker. Globini, dir wird noch schlecht, wenn du dich weiter so mit Süßigkeiten vollstopfst. Herr Professor, die sind so süß und lecker. Ich kann gar nicht aufhören. Okay, wenn du schon nicht auf mich hören willst, erzähle ich dir einmal, was in den Süßigkeiten eigentlich drinsteckt und wie ungesund sie sind. Wie meinen Sie das, Herr Professor? Zitrone, Himbeer oder Erdbeertrops können doch nicht ungesund sein. Oh, doch. Denn jedes Bonbon, das du naschst, besteht überwiegend aus Zucker. Der schmeckt zwar lecker, ist aber sehr ungesund für dich. Im schlimmsten Fall kann dich Zucker sogar krank machen. Wirklich? Das wusste ich nicht. Zucker ist in vielen Lebensmitteln enthalten. Dabei gibt es verschiedene Zuckerarten. Glucose ist Traubenzucker. Diese Zuckerart heißt so, weil sie zuerst in Weintrauben entdeckt wurde. Fructose ist der allgemeine Begriff für Fruchtzucker. Den enthält jede Frucht und die Pflanzen stellen ihn sogar selbst her. Auch Kohlenhydrate wie Stärke, die beispielsweise in Kartoffeln vorkommt, sind eine eigene Art von Zucker. Laktose ist Milchzucker, eine Zuckerart, die in der Milch enthalten ist. Schließlich gibt es noch den Kristallzucker, der Saccharose genannt wird und mit dem wir kochen und backen. Dieser wird in Zuckerfabriken aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben hergestellt. Das ist die ungesündeste aller Zuckerarten. So viel verschiedenen Zucker gibt es? Da wird einem ja ganz schwindelig. Deinem Körper auch, wenn er zu viel davon bekommt. Zucker gibt deinem Körper kurzzeitig Energie. Aber in zu großen Mengen macht er dich krank und dick. Außerdem greift Zucker die Zähne an. Er ist Nahrung für Kariesbakterien, die deinen Zahnschmelz anknabbern, bis die Zähne Löcher bekommen und schwarz werden. Keine Angst, Knubini. Wenn du dich ausgewogen ernährst, dich viel bewegst und immer gut deine Zähne putzt, sind auch ab und zu Süßigkeiten erlaubt. Aber merke dir gut, iss Süßes nur in Maßen. Denn nicht nur Süßigkeiten enthalten Zucker, er ist auch in vielen anderen Lebensmitteln versteckt. Warum versteckt? Zucker dient, genau wie Fett, als Geschmacksträger. Du findest ihn in Brot, Ketchup, Fruchtjoghurts, Cornflakes und vor allem in Getränken, wie Limos oder Säften. Was meinst du, Globini, wie viel Zucker wohl in einem Glas Limonade steckt? Ein mini-kleiner Löffel vielleicht. Falsch. In einem Glas Limonade stecken 10 Stück Würfelzucker. Wirklich? Da staunst du, was? Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Es gibt auch andere Süßungsmittel, die besser für dich sind. Es gibt Süßstoffe, die mehrere hundert bis tausendmal süßer sind als Zucker und noch dazu gesünder. Zum Beispiel Agavendicksaft, Honig, Ahornsirup, Stevia oder Kokosnusszucker. Sie enthalten neben Fructose und Glucose auch Vitamine, Aminosäuren und Antioxidantien. Die helfen deinem Körper mit den enthaltenen Zuckern besser umzugehen. Zum Glück kam die gute Nachricht zum Schluss. Und jetzt gehe ich erstmal ins Bad und putze meine Zähne. Wenn ihr noch mehr über unsere Globusmärkte wissen wollt, dann schaut gerne unter www.globus.de nach. Dort könnt ihr ganz viel über Globus erfahren. Viel Spaß!